Stab, Ring und Ordensriegel. Aus den Händen von Kardinal Reinhard Marx erhält Schwester Francesca nun die neu gewählte Äbtissin die Insignien ihres Amtes. Im Kreise ihrer Mitschwestern empfängt sie den Segen für ihre Aufgabe. Damit steht sie nun der benediktinischen Gemeinschaft Venio vor und sie hat klare Ziele. Auf der ersten Stelle sicher die Einheit der Gemeinschaft an den zwei Orten eben und dann auch die Ökumene. Das ist wirklich mein Thema, weil ich eben selber evangelisch war und einfach ganz natürlich die Beziehungen zu anderen Kirchen habe. Und eigentlich habe ich mir gedacht, nicht nur ökumenisch, aber auch interreligiös, würde ich sagen, das interessiert mich auch sehr. Und da möchte ich auch weiter schauen oder die anderen Traditionen mehr kennenlernen. In seiner Predigt betonte der Münchner Erzbischof, dass Ordensgemeinschaften besonders heute eine wesentliche Säule des christlichen Lebens und Glaubens sind. Wenn wir über die Zukunft der Kirche nachdenken, bin ich überzeugt, dass diese Orte bleiben werden, sich erneuern werden, neue Formen annehmen, wie es ja der Abtei Venio auch versucht. Aber es wird diese Orte geben, die geprägt sind von der ursprünglichen benediktinischen Berufung, Gott zu suchen und einen Raum zu schaffen, dass Menschen in Berührung kommen mit diesem Geheimnis. Die 47-jährige Äbtissin ist in der Nähe von Prag aufgewachsen, studierte Sonderpädagogik und arbeitete unter anderem bei der Aktion Sühnezeichen, in der es um Versöhnungs- und Friedensarbeit geht. 2008 trat sie in die benediktinische Kommunität Venio ein und legte 2014 die ewige Profess ab. Es gibt halt Zeiten, wo vielleicht das Ordensleben für Leute schwieriger vorstellbar ist. Und ich glaube, dass unsere große Chance ist, das so zu leben und auch zeigen, dass es wirklich immer noch etwas und auch immer sein wird, etwas sehr Aktuelles ist. Venio hat übrigens keine Nachwuchsprobleme. 20 Schwestern gehören der Gemeinschaft aktuell an. Die Frauen leben zusammen, gehen aber normalen Berufen nach. Jetzt freut sich die Gemeinschaft über ihre neue Leitung.